Keine fantastischere, keine einfallsreichere, keine abenteuerlichere Geschichte ist jemals aus der Feder des unsterblichen Kipling geflossen als das Dschungelbuch. Die Geschichte des wilden, undurchdringlichen Dschungels. Noch heute erzählen die weisen Männer in Indien die Geschichte von Mowgli, der von Menschen geboren und von Wölfen aufgezogen wurde. Au, er hat mich gebissen! Du beißt wie ein Wolf! Ich glaube, das ist der kleine Junge von Messua. Der Tiger wird durch die Straßen schleichen. Wildschweine werden unsere Pflanzungen verwüsten. Das Glück hat uns verlassen. Wir haben dem Leibhaftigen Tür und Tor geöffnet. Monate vergingen und Mowgli, der Wolfsjunge, begann die Sprache und Sitten der Menschen zu lernen. Mutter. Mutter. Mutter, ja. Mowgli, lass mich einmal zuhören, wenn du mit den Wölfen redest. Ja, gut. Heute Abend, wenn der Mond aufgeht, Mahala. Wer sind die Menschen, dass sie es wagen, mir zu befehlen? Armselige Wühlmäuse! Mowgli ist wieder in den Dschungel zurückgekehrt! Wehe den Feinden meiner Brüder! Wo ist Shere Khan, der feige Mörder? Mowgli! Mowgli, komm zurück! Ich hab Angst! Sie sehen die sagenumwobene, verlorene Stadt im indischen Dschungel. Den Goldrausch der Schatzsucher. Sie erleben den Kampf des Wolfsjungen mit seinem blutgierigen Feind, dem Tiger Shere Khan. Sie werden Zeuge, wie der Fluch des Rubinzepters in Erfüllung geht. Sie sehen das faszinierende Schauspiel des sterbenden Dschungels. Ins Wasser, Brüder, beeilt euch! Schneller, Hati, das Feuer kommt näher!